Aber yay, geschafft. Wirkt ja schon ein bisschen anspruchsvoller. Institutionelles Cleanup. Buenos Aires. Argentina. Good morning, agents. You dealt Cypher a heavy blow by neutralizing his main server, but we still can't locate him physically. To solve this, we need access to Cypher's criminal record in Argentina. Sadly, diplomatic relations with that country are deadlocked, so we have no choice but to break into their federal intelligence agency. Of course, the evidence room is well secured and located deep below ground. Reach it and retrieve Cypher's personal effects. But first, you'll impersonate a janitor to get in through the front door. Good luck. Ja, genau, ich sehe voll aus wie so eine Büroabmitarbeiterin. Normal. Find a way to let your partner in. Oh, ich mach wieder mein Zeug. Du machst wieder dein Zeug und kannst rumlaufen. Ja. Netzwerkknoten, ich habe hier einen Hausmeister. Ich habe hier einen Hausmeisterdienstplan. Hausmeisterei. Dann hacke ich mich da noch mal eben rein. Noch heutiges Datum. Liste der Hausmeister. Die, was noch heute da sind, sind die Lydia Gabriella und Paulina Aguaya. Ah, die habe ich sogar direkt angeklickt. Paulina Aguaya. Auf Bestätigung der ID-Übertragung warten. So, Mann. Ein neues Papier. Danke, Guardian, für dein Tier 1-Sub. Schleuse deinen Partner durch Sicherheitskontrolle. Zugangspunkte. Was gibt es denn hier? Einlassscanner. Hast du eine IP-Adresse für mich vielleicht? Entschlüsselung, IP-Adresse. Verbinde mit Partner. Oh. Bip, 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 bip. Ja, wenn Hacken nur so einfach wäre. Ach, das ist so einfach. Muss schon gegenhalten. So nicht. Okay, da war ich zu schnell. Wir müssen nach unten wieder, ne? Ja, aber wenn das Ding da entgegenkommt. Ich kann nur nach oben und unten. Ja, ich kann auch nur nach links und rechts. Nach unten, nach unten. Ja, halt die doch jetzt einfach da rechts. So, und go, go. Zu spät. Starke Datenströmung heute. Upsala, mein Total. Fehler. Bin ein bisschen irritiert. Ah, jetzt. Also das wird eng. Also muss ich schon trauen ein bisschen. Das war zu viel getraut. Da war ich zu gut drauf. Sehr schön. Datei entschlüsselt. Kannst du mir das Server IP sagen? 924. Ja. 091. Ups, ja. 185. 027. Ja. Ah, ich sehe dich. Ich starte den Scan. Verdächtiges Gerät entdeckt. Sicherheitsdienst rufen. Ach komm, ignorieren wir es einfach. Verdächtiges Gerät. Du hast drei verdächtige Geräte dabei und eins war in deinen Haaren versteckt. Ekelhaft. So eine Ahnung, was für Geräte ich dabei habe. Find a map to help your partner disable the laser and the fan blocking access to the ventilation shaft. Deaktiviere den Laser und den Ventilator.
In den Hauptschacht komme ich noch nicht rein. Saugroboter. Ich habe hier Saugroboter. Ich kann mit dem nur Emotes machen. Okay. Stabilisierungspanel. Haben wir denn hier? Stabilisierungspanel. Dichtefaktor, Flussrichtung, Druckventile, Anschluss. Kommst du da auch rein? Ich fahr. Tut mir leid, ich bin gerade mit dem Saugroboter am Rumfahren. Okay, hab fun. Nice. Kannst auch raten, welcher es ist. Ach du. Achtung, nicht vorrecht. Machst du super. So, was möchtest du gerne? Genau, da drüben war ein Panel. Stabilisierungspanel habe ich hier. Genau. Partikelbeschleuniger aus ein Dichtefaktor, Flussrichtung. Also ich habe hier einen Energieauflader, Überladungskontrolle, Stoßkontrolle, Stoßaktivator, Windmotor, 1 bis 10, Thermalmodul, Bordreset, Statuskontrolle, ja. Ist im gleichen Weg drin? Stabilisierungspanel? Ja. Okay. Gibt es irgendetwas, was du siehst, was ich... Ich habe hier irgendwie nichts, was du gerade aufgezählt hast. Tropfen hinzufügen. Das war vielleicht nicht so gut. Dichtefaktor. Ich verändere hier mal was. Siehst du irgendwas, Moment. Was sich bei dir verändert? Laserraum. Da werde ich dich wahrscheinlich durchlotsen später. Lasersysteme. Brauche ich einen Code zum Entsperren? Habe ich nichts. Dann habe ich, wie gesagt, diesen Stabilisierungspanel. Ich gehe mal hier die Treppen hoch. Was habe ich hier? Wartungstools. Ah, ich kann dir die Karte übertragen. Lüftungsventilator aktivieren, Ventilationssteuerung. Stabilisierungspanel. Du bist anscheinend gerade beschäftigt, ich kann dir die Karte nicht übertragen. Zustimmen. Ah, ich sehe dich als kleinen Punkt. Ja, ich bin gerade bei den Wartungstools. So, ich glaube ein... Nee. Luftschacht, kann Stabilisierungspanel. Ich glaube, ich kann mit dem Putzroboter bis zum Luftschachtventilator kommen. Ah, dann müsste ich dich hier durchschieben. Moment. Okay. Dann geh mal mit dem Putzibot dahin. Aber bitte nicht Full Speed. Ja, das Problem ist, dass wenn ich hier bin, habe ich keine Karte mehr. Was? Meine Haare waren Implantate? Nein, meine Haare sind echt. Ah, ich sehe dich. Ah, ich sehe dich auch. Du flitzt gerade Menschen vorbei. Stopp, stopp, stopp! Stopp. Okay, Tür zu. Stückchen vor, Stück. Das war zu spät für das Stückchen nach vorne. Bist du wieder da? Ich bin wieder... Ja, ich muss jetzt wieder in den Saugroboter. Dann schlüpf mal in dein Putzibot rein. Ja, ich bin jetzt wieder vor der Tür hier. Okay, ich mach dir die Tür auf. Stopp. Warte, ich schieb dir erst noch, bevor du in die Tür reingehst, den Dings davor. Noch.
So, jetzt kannst du rein. Stopp. Ein Stückchen vor. Stopp. So, genau, ein Stückchen vor, stopp. Immer so eine Bodenplatte. Warte. Jetzt kannst du wieder eine Bodenplatte gehen. Stopp. Jetzt. Ich bin eine Maschine. Jetzt kannst du wieder. Jetzt. Jetzt, genau. Da lang. Jetzt müssen wir zurück. Jetzt kannst du zwei Bodenplatten. Eine. Wieder eine. Runter. Und wieder zwei, genau. Jetzt die nächste. 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 Sind wir jetzt hier richtig? Keine Ahnung. Ich bin nur ein Saugroboter. Kannst du da jetzt runter? Plumpsen? Kannst du da runterspringen? Ohne kaputt zu gehen? Okay. Okay, funktioniert nicht. Ah, du bist da. Warte mal, müsstest du auf die Notabschaltung plumpsen? Möglich. Weil das ist ein großer roter Knopf. Ich glaube, da kann man nicht drauf fallen lassen. Ja, benutze mich. Genau, zwei vor. Piep, piep. Ich lebe, um zu dienen. Hau ein. So. Runter. Und zwei wieder. Eins. So. Stopp, 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 bleib da. Dreh dich mal nach. Nein, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Stopp. Dreh dich mal nach rechts. Und jetzt fahr geradeaus. Nice work, but it makes the system unstable. Quick, go to the Stabilisierungspanel. Stabilisierungsverfahren aktiviert. 50 Sekunden. Dein Saugroboter wurde beim unerlaubten Eindringen entdeckt. Ich bin irritiert. Irgendwas müssen wir jetzt machen. Ah, jetzt müssen wir zum Stabilisierungspanel. Ich laufe. Warte auf Partner. Findest du das denn? Weißt du, wo lang? Bin da. Ja, ich musste nur hinlaufen. Hast du jetzt irgendwelche aktivieren? Ich habe irgendwas aktiviert. Stabilisierungsschritte. Partikelbeschleuniger aus. Partikelbeschleuniger aus. Wahrscheinlich Energie aufladen. Habe ich gemacht. Dichte Faktor auf zwei Stellen. Ja. Board resetten. Ah, das ist meine Aufgabe, hä? Ich bin irritiert. Aktiviere das U1-Ventil. Ja. Partikelbeschleuniger ein. Ja. Dichte Faktor auf 5 festlegen. Ja. Deaktiviere das U1-Ventil. Ist deaktiviert. Wenn du übrigens was auch für mich hast, kannst du mir das auch sagen. Partikelbeschleuniger aus. Weil ich habe nämlich hier Fehlschläge, weil ich nichts mache, glaube ich. Ich sehe aber hier nur Energie auf Lader erladen. Das habe ich gemacht. Okay, Stabilisierung erfolgreich. Now do the same for the laser that's blocking access to the shaft. Also muss der zweite Staubroboter wahrscheinlich auch auf irgendwas drauf fallen. Und da müssen wir es wie mit dem Stabilisierungspanel machen. So, ich komme hier halt jetzt nicht rein. Ich brauche hier einen Zugangscode für das Lasersystem, einen vierstelligen. Moment mal, das kann ich bestimmt im Saugroboter finden. Luftschacht. So, wo musst du rein? Hier, bei dieser Tür.
ist zu. Brauche ich einen vierstelligen Zahlencode. Beep, beep, beep. Lasersystem. Heutiger Code 3498. Vertraulich, nicht verbreiten. 3498. Wir verbreiten den schon nicht. Chat hat auch nichts gehört. Beep, beep. Danke. Ich werde jetzt zur Mikrowelle. Laser. Ja, du solltest bei den Lasern warten. Okay, ich warte. Bist jetzt bei den Lasern, ja. Willst du wissen? Wäre nett. Du kannst sie nicht sehen, ne? Nein. Ja, ich sehe sie aber. Ja, du stehst schon richtig. Wir gehen immer eine Platte. Eine Platte nach vorne. Noch eine Platte nach vorne. Noch eine nach vorne. Moment, stopp. Okay. Nach links drehen um 90 Grad. Platte nach vorne. Noch eine Platte nach vorne. Das sind zwei Platten so gesehen. Nach rechts drehen ist okay. Eine Platte nach vorne. Noch eine Platte nach vorne. Noch eine Platte. Stehen bleiben. Nach rechts drehen 90 Grad. Nach vorne. Nach vorne. Nach vorne. Links drehen 90 Grad. Nach vorne. Nach vorne, nach vorne, links drehen, 90 Grad. Warte, ich muss bei dir links. Ich bin kurz verwirrt. Ich mach das schon extra, so dass es immer von dir aus gesehen ist. Ja. Nach vorne, nach vorne, nach rechts, 90 Grad. Ich habe eine Links-Links-Schwäche. Nach vorne, nach vorne, nach vorne. Nach vorne und bist durch erstmal. Und jetzt kommen nachher wieder Laser. Ich bin selbst überrascht von mir, dass ich das gerade mit links und rechts so gut hinkriege. Oder? Stehst du gleich wieder vor einem Lasergitter? Ich stehe erstmal vor der Tür. Mit der Tür habe ich nichts zu tun. Ja, ich brauche trotzdem Hilfe. Virtueller Dietrich wird geladen. Ja, warte, machen wir erstmal das hintere, glaube ich. Da weg. Go, go, go. Ob es hier eine falsche Reihenfolge gibt? Ne, ich glaube nicht. Ah. Ah, okay. Ach, der obere darf den anderen nicht berühren. Moment. Jetzt. Hoch. Oh, das nervig. Gib es ganz vor. Nochmal. Zu weit vor. Ich bin zu weit vorgegangen. So, schieb zurück. Jetzt war ich zu schnell. Ich schieb zurück. Schieb hoch. Ah, schneller! Moment mal. Ich kann den aber auch nicht halten, den Stick. Nee, ist mir klar. Du kannst ja den schon mal anfassen und schon so ein bisschen hochziehen. Danke. Dann schiebe ich den jetzt zurück. Nee, der muss runter. Das Problem ist einfach, es ist gefühlt zu wenig Zeit. Oder du müsstest den unteren kurz nochmal loslassen und den oben nochmal zurückschieben. Ich kann es versuchen. Ja, aber es ist halt super tricky. Ich bin ein alter Mann. Hallo? Ich habe ihn berührt.
Boah, nee. Es gibt aber auch hier nicht Minispiele überspringen. Wir müssen das irgendwie schaffen. Nee, du kannst sie gar nicht so schnell wieder anklicken. Also ich... Ich hänge dann immer fest am letzten noch. Nee, dafür... Ach, ohne Scheiß, das... Ich möchte die Entwickler schon töten. Weil das Interface technisch einfach totaler Unsinn ist gerade. Nee, wir sind noch nicht an der Stelle. Entschuldigung, ich will natürlich keinen Entwickler töten. Weil dann gehst du nach oben und willst ihn anklicken, aber es passiert nichts. Weißt du was? Ich mach's jetzt mit dem Controller. Das geht mich mit dem Controller bestimmt einfacher. Und es ist sogar wirklich so. Krass. Ja, mit Controller scheint das echt einfach. Also trotzdem tricky, aber. Es ist trotzdem tricky, aber es geht. Mit Maustastatur kannst du es vergessen. Was ein Abfuck. Moment, Moment. Du bewegst automatisch beide. Ja, ich seh's. Kann ich dich hier einklemmen? Nee, gell? Irritiert. Also nee, also was willst du machen? Ja, ich überlege gerade nebenbei noch. Ach so. Ah. Ah. Haha. Bing, bing, bing. Ja, klar. Super Brain. Das war jetzt bei mir super laut. Okay. Ich finde, es hat alles so funktioniert, wie es sollte. Sind hier wieder Laser in diesem Raum? Wenn Platten auf dem Boden sind, dann ja. Nee. Nice work. Notabschaltung. Ja, jetzt muss es zum Stabilisierungsding zurück. Ich muss aber wieder durch das Laserfeld. Ist das deaktiviert? Das wird schon deaktiviert sein. Ich bin jetzt einfach durchgelaufen. Ja, es ist deaktiviert. Gut. Sehr gut. So, Stabilisierungssystem. Bin da und warte auf Partner. Bin da. Aktivieren. Okay, Hacking-Oberfläche wird geladen. Partikelbeschleuniger 1. Statuskontrolle auf Baseline festlegen. Nennt sich Baseline. Baseline, ist ja egal. Ein Tropfen vom zum Wasserstoffverteiler hinzufügen. Kreis drücken. Anschluss grün einstecken. Windmotor auf 3. Auf der Überladungskontrolle C auswählen. Auf der Überladungskontrolle C auswählen. Bei dir Stoß Aktivator aus. C auswählen. Ich habe ja kein C. Kein Problem. Flussrichtung auf nach oben festlegen. Dichtefaktor auf 1 festlegen. Und was meinst du? Flussrichtung auf oben. Was? Ah, das ist ja bei mir, was ich da auch... Velozitationssensor auf 2 festlegen. Ja, das kann auch bei dir sein. Auf 2? Ja. Board Reset. Velozitations... Was auch immer, ich kann es nicht vorlesen. Partikelbeschleuniger aus. Aus? Was ist denn das mit dem Velocity... Ach so, Entschuldigung, ich hatte die Überladungsgeschichte. Überladungskontrolle B auswählen. Dichtefaktor auf 3 stellen. Wir haben schon 3 Pegel geschlagen mit Richter auf 3.
Dann nochmal. Zum Sicherungspanel. Ah, jetzt bin ich näher. So. Nochmal. Und ja, ich habe vorhin gesagt, was zu dir, was ich eigentlich habe. Aber es ist halt manchmal nicht so ersichtlich. Anschluss grün einstecken. Jo. Stoßaktivator ein. 2 Tropfen zum Wasserstoffverteiler hinzufügen. Gartungskontrolle auf Standard. Das habe ich nicht. Dichtefaktor auf 1 festlegen. Ja. Board Reset. Velozitätstensor auf 68 festlegen. Windmotor auf 10. Partikelbeschleuniger ein. Quadrat drücken. Oh Gott sei Dank. Also der Velozitätssensor auf 5. Oh, den Sensor, wo ist der? Stoßaktivator aus. Ich habe keinen Sensor hier. Doch, du hast den vorhin doch auch eingestellt. Ist egal. Dichtefaktor auf 3 stellen. Auf 3. Du hast Windmotor auf 6. Das war's. Egal, wir haben es trotzdem geschafft. Now help your partner reach the evidence room at the Tensor, nicht Sensor. Entschuldigung. Hätte es dir geholfen, wenn ich gesagt hätte Tensor? Wahrscheinlich. Nein, es ist mega. Es ist ein sehr komisches Wort, weil ich niemals in meinem Leben benutze. Okay, ich hänge jetzt irgendwie in der Luft. Ja, ich muss dich jetzt irgendwie durch den Hauptschacht bringen. Klappe für Wartungsarbeiten entfernen. Moment, das war der Laserraum. Netzwerkknoten im Shared Hauptschacht. Ich glaube, irgendwas ist passiert. Die Temperatur wird nicht gesenkt, du bist gestorben. Ah, da ist der Hauptschacht. Oh, ich sehe dich, wenn du nach unten fällst. Ich glaube, ich bewege dein Seil. Ja, du musst mich hoch. Oder vor? Nee, nach vorne. Stopp. Noch ein Stückchen zurück. Noch kann zurück? Kann ich das durchschneiden? Was willst du denn durchschneiden? Ich halte die Tür offen. Du bist einfach zu fett. Ich bin nicht zu fett. Nee, ich muss da durch. Ich kann das nicht durchbrennen. Moment, Klappe 1. Fett, lass mich da runter. Ich bin keine fette Vulkanette. Ein bisschen zurück, ne? Also ich sehe von oben auf dich drauf. An sich sehe ich so in etwa, wie du hängst. Du machst mich ein bisschen... Ich kotze gleich. Achso, du musst da irgendwas durchschneiden? Ja. Kannst du mich runter? Nee, so. Runterlassen muss ich selbst. Zurück. Ich kann dich nur nach zurück. Links und rechts bewegen. Ein Stückchen. Da. Weg damit. Damit. Na. Du musst übrigens ab und zu die Temperatur runtersetzen, weil dein Laser so heiß ist. Danke. Und ich blicke natürlich auch auf deinen Hintern. Danke. Schon okay. Das muss ich jetzt noch durchbrennen. Okay, kannst du mich ein bisschen vor... Stopp! Nicht in die Wand knallen lassen. Ah, gut. Ah, so geht das. Du musst sagen, wann es passt. Ein bisschen nach rechts. Stopp, ja. Super. Links. Ganz tolle viel. Und runter. Nicht so schaukeln. Ja, ich sehe dich ja nicht sofort. Du musst dich drehen.
Hat das etwa, ich passe hier nicht so durch? Nee, das ist das Falsche, das ist Kommissar Schneider. Winken, 1 von 3. Das kam direkt auf mich zu. Ich weiß, ich habe es gesehen. Ein Stückchen runter. Winken. Hoch, hoch, hoch. Dreh dich. Du musst dich drehen. Ich habe die Taste gerade noch gedrückt. Ich will ja nicht sagen, was du zu tun hast. So, ich denke mal, es kommen mehr als einer. Drehen. Anders drehen. Die dreht sich echt langsam. Okay. Einfach ein bisschen grade schwingen. Du kannst auch einfach auf Distanz bleiben. Sehr schön. Wie galant. Ja, danke. Ja, das soll es gewesen sein. Hoffentlich. Ich bin noch immer Paulina. Sehe ich gerade in meinem Profil oben. Als wenn sich deine ID verändert. Ich sehe aber gerade das Bild. Warte, also Klappe 2. Hübsch. So, wir brennen wieder ein bisschen hier durch. So. Soll ich dir sagen, wo? Das wäre nett gewesen. Okay, ich darf nur bestimmte durchbrennen, okay? Ja. Welche? Boah, ist das scheiße. Also genau vor deinem Gesicht die Stange, genau in der Mitte. Die in der Mitte? Ja. Ein bisschen runter. Zeig drauf. Nee, die war falsch, die in der Mitte. Hm, okay. Okay, dann fangen wir mit der untersten an jetzt. Ich hab. Markier mal. Unten nach... Nein, da, genau. Zurück. Warum sehe ich deinen Laser so schlecht? Ekelerregend. Also die ganz unterste Stange jetzt von dir aus gesehen. Die als allererste ist in der Strebe. Da müsstest du eigentlich. Wieder. Genau, da müsstest du beim. Na! Ja. Man fängt gleich an zu schneiden, wo ich noch erkläre. Ah, sie ist durch. Nein, die sind auch eingeteilt. Ach, okay. Die ist ja wirklich durch. Nee, du musst aber niedriger schneiden. Oder musst du da schneiden, wo nicht rot ist. Okay. Weil die roten dann die Alarme sind. Vermeide durch rot zu schneiden. Ach, danke schön. Okay, dann fang mal mit der obersten Stange hier an. Die jetzt von dir aus gesehen links ist. Die da? Nein, ganz links von dir. Moment. Das ist rechts. Ach, links ist da. Ja. Genau, da kannst du einfach durchschneiden, da ist kein Alarm drin. Danke. Daneben die Stange. Zum Wieder? Viereck in der Mitte ganz unten schneiden. Also ganz dicht an dem Viereck schneiden. Sehr gut. Dann die nächste Stange genau auf der anderen Seite ganz am Rand schneiden. Die nachfolgende Stange kannst du schneiden, wo du willst. Moment, ich muss die Temperatur kurz senken. Die nächste Stange vom, also nicht am Viereck, sondern so weit wie möglich weg vom Viereck schneiden. Also ganz außen? Ganz außen, ja. Treff ich? Ja. Beim nächsten drehen wir es wieder um, dass du wieder am Viereck schneidest. Die nächste kannst du schneiden, wie du willst. Die nächste ganz außen wieder. Die darauf auch wieder ganz außen. Es wird ein bisschen heiß. Oh, Entschuldigung. Es liegt an dir. Danke. Nee, es liegt ja wirklich an dir. Du hast das Schweißgerät. Und die nächste Stange kannst du schneiden, wie du magst. Dann sollte das gewesen sein. Sobald man weiß, dass man rot nicht durchschneiden sollte, ist ja alles cool.
Ja, wer hätte doch gedacht, dass Rot nicht so gut ist. Ja, ich dachte, das ist die Markierung dafür, dass du das durchschneidest. Oh, das sieht aus wie Laser. Also ich habe hier keine weitere Informationen. Okay, ich gehe jetzt einfach durch. Ich glaube, du bist nämlich jetzt auch da. Wo auch immer da ist. Zieh zu weit entfernt. Ich sehe dich nicht mehr. Use the evidence database together with your partner to find and unlock Cypher's confiscated smartphone. Okay, bin bei Datenbanken. Entsperre Cypher's Smartphone mit Hilfe der Datenbanken. Ich habe hier einen Zugangscode. 1732. Evidence Room. Ja, ich bin in den Beweisdaten drin. Was brauchen wir? Ja, gute Frage. Kameraaufnahmen. Nach Beweisen suchen? Bürgerlicher Name. Anmeldedaten für Cypher's Handy 9045. Seriennummer von Cypher's Handfeuerwaffe 44564856. Moment. Konfiszierte Gegenstände, musst du mir gleich nochmal sagen. Wie ist die Seriennummer? Handfeuerwaffe war 44564856. In Fach 27. Falls dir das hilft. Ja, hilft mir. 27. Hier haben wir die 20er. 24. 27. Das müsste dann das Fach sein, wo du das Handy drin findest. Hier ist aber ein 27 ist nur eine Waffe. Okay. Referenzindex. QP31341. Moment, genau. Gehört das zum selben? Nee. Hast du irgendwas, wo du einen Straftatcode vielleicht brauchst? Oder ist das meine Aufgabe hier? QP341. Was ist QP? Ich guck gerade bei den Verdächtigen. Ne, da gibt es auch nichts. Straftatcode. Was war das QP? Nee, Straftatcode müsste ich dir wahrscheinlich was sagen. Hast du was da? Ja, ganz viele Straftatcodes, die mit irgendwas zu tun haben. Okay, bei den Gegenständen, Fach 27 hast du aufgemacht, ist aber nur die Waffe drin. Das hat einen Referenzindex von QP341. Da ich nicht danach sortieren kann, wird mir das wahrscheinlich nichts helfen. Kann halt auch, glaube ich, auf die gleiche Datenbank zugreifen wie du. Okay. Ich habe hier auch Datenbank mit Kameraaufnahmen, Referenzindexe und Verdächtige. Hast du auch? Ich habe Kameraaufnahmen, konfiszierte Gegenstände und Straftatcodes. Okay, dann QP, was war das QP? 341. 341, hier habe ich Peralta, 30. September 2030, Erpressung, Straftat. Ah, okay. Hey, Inspektor Peralta. Ja, es ist Inspektor Peralta. Erpressung. Erpressung wäre QSD. QSD. QSD, hier habe ich... bei QSD Emanuel Cordoba Gabriela
Cabrera, Gaston Vargas, Gonzalo Correa. Ah, hier habe ich Jorge Ramirez, Handfeuerwaffe, iProfile X8 Mobiltelefon und ich habe eine Sarah. Ah, nein, das war's sogar. Nein, das muss der Typ sein, das ist ihm seine richtige Jorge Identität. Ramirez. Und die, und dann weißt du jetzt auch, glaube ich, wo das Handy ist von ihm. Da steht aber keine Nummer dazu. Was für eine Nummer? Jorge Ramirez. Brauche ja bei den Dingern brauche ich eine Nummer dafür. 9045? Nein, eine zweistellige, in welchem Safe das ist, wo das Handy ist. Ach, Moment. Ja, das macht Sinn. Weil ich habe nur Nummern, keine Namen. Was für eine Nummer hast du? Gar keine. Ich habe bisher halt nur die 27 von dir gekriegt. Und da war nur eine Knipse. Was stand aber beim Roche? Verdächtige. Jorge Ramirez, Geschlecht männlich, Straftatcode QSD, Handfeuerwaffe, iProfile X8 Mobiltelefon. Bei den konfiszierten Gegenständen. QSD. Also ich habe 3 Mobiltelefone aufgelistet. Ne, stimmt gar nicht, hier sind noch mehr. Aber ich kann die nicht richtig zuordnen. Weil irgendwie entweder Seriennummer, Referenzindex. Ich habe hier, ach so, das ist nur die Waffe. Ja, die Waffe, das weiß ich ja. Über die Waffe sind wir jetzt zu dem anderen gekommen, oder? Ja, da sind wir auf Cyper gekommen. Da habe ich nur die Seriennummer der Waffe. Den Kameraaufnahmen. Hast du dir mal die Kameraannahme angeguckt? Die Kameraaufnahme? Ja, die habe ich schon gerade angeguckt. Ich kann hier die verschiedenen Handys aufmachen. Ach, und kann das Passcode eingeben, wenn du... Das war das 9045, gell? 9045 ist das Passwortcode. Aber weißt du das Handymodell, was dabei stand? Das ist das X8. X8? Ach so, da, X8 Mobiltelefon, Fach 84. Das haben wir gebraucht. 84. Danke, Kira. Jemand im Chat achtet, also denkt wirklich mit. Ich hab das Handy gefunden. Gut. 84. Dann ist das 9045. Anmelden. Bin drin. Completed.